Hallo Leute! Ey! Die, 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 die. Was machst du denn überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage. Worauf habe ich Bock? Das ist vielleicht. Da sieht man mal wieder, wie gut wir uns immer vorbereiten für die jeweiligen Folgen. Das stimmt. Ich glaube, ich mach Tall Tall Mountain was. Tall Tall Mountain? Ja. Was ist das? Pilzwelt. Achso. Tall Tall Mountain. Heißt es, glaube ich. Echt? Ja, ich weiß es nicht. Das ist nicht Tiny Tall irgendwas? Das war die Insel da. Okay. Ach, das! Ja. Ich Mmh. glaube Tortor Mountain, ich weiß auch nicht. Das kann sein. Ja. Ja. Steigen wir mal hier in den Berg, ja. Machen wir mal hier den Messner. Everest. Ja. Für Mario Jetzt kein Kino Ding. bald. Gibt's einen Film davon oder was? Ach, mit Jake hier. Richtig. Habe ich mal irgendwo eine Werbung gesehen. Ich erinnere mich. Soll aber gar nicht mal so schlecht sein. Kommt mir jetzt halt vor, dass er fast in jedem Film vorkommt. Ja, irgendwie, ne? Ja. Keine Ahnung. Der neue Hit oder so. Ja, der ist halt sehr wandelbar, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Aber wenn du mal überlegst, hier bei. Oh, Nightcrawler. War voll das Hemd, ne? Voll Ja. dürr und mager. Und dann bei Southpaw hat er wieder so. Richtig Muskeln angelegt. Was die Leute auch immer mit sich machen, ey. Übel. Das ist wie bei Christian Bale, weißt du, er diesen Ja, der ist auch krass. Maschinistenfilm da gemacht oder so, hat er irgendwie so 40 Kilo gewogen. Danach macht er auf einmal Batman, weißt du, und auf einmal wiegt er so 100 Kilo oder so, ja. Ja, und dann macht er hier American Hustler oder was war Ja. das? Wird voll der Fettsack. Ja, richtig, ey. Ich hätte auch keinen Bock da Ich drauf. auch nicht, ey. Weißt du, ich würde mich für eine Sache entscheiden Ja. und dann wäre ich damit fertig. Was muss ich nochmal hier machen? Soll ich den muss ich mitnehmen? Oh, nee, bei dem musst du glaube ich nichts machen erstmal. Dummer Affe. Das ist aber für den Oscar, ne? Ja? Ja, tun die Leute halt alles. Ah, ich Frage wollte. des Tages, wer ist denn euer Lieblingsschauspieler insgesamt? Gott, ey. Ich muss mich auch korrigieren, ich würde auch sagen, dass eher Jackie Chan mein Lieblings-Action-Star ist. Ah, so wie kleiner Onkel da. Genau, richtig. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, doch, eigentlich. Stimmt eigentlich, weißt du? Ja. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, sagen Ich wir auch mal nicht. so. Ich dachte eher so an die ganzen Ja, Amis halt, ne? richtig. Wenn man denkt, wie viele geile Filme Jackie macht und der immer Ja. noch Filme macht, ey. Manchmal frage ich mich echt, ob er jemals alt wird. Ja, vor allem, ey, was der alles durchgemacht hat mit seinem Körper, ne? Das ist auch Ja. so ein krasses Tier. Richtig. Man muss ich dem Onkel recht geben. Ach, danke. Das stimmt. Hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Oh, fuck you, Kamera. Was macht der, ey? Nakito. Nakito, der Bastard. Nice, ey. Diese. Hier war doch auch irgendwas. Ja klar, hier jetzt links. Hier, da. Ja. Aber das will ich noch nicht machen. Ich gehe erstmal hoch. Ja, wenn man schon oben ist, ne? Ja, wenn man schon jetzt oben ist. Noch nicht ganz, aber fast. Das muss man aber, glaube ich, nicht machen, oder? Das war nur für die Münzen. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ne, muss man nicht. Oh. Oh, nee, ne? Was soll ich denn machen, ey? Soll ich wieder runterfallen und dann alles von vorne machen? Jetzt mit Schmackes. Oh! Fast. Aber ich glaube, ich habe keinen Lieblingsschauspieler, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Könnte mich da sehr schwer entscheiden. Ich mache es ja immer vom Film abhängig, ob ich den gucke oder nicht. Das war. Das war aber ein Leck. Ich weiß gar nicht, welcher Lieblingsschauspieler. Bei welchem Schauspiel denkst du denn, boah, der hat überhaupt keinen schlechten Film gemacht? Boah. Adam Sandler. Ich hasse Adam Sandler. Wer nicht, ey? So leicht sterbe ich nicht. So. Steven Seagal. Nein, das war jetzt auch nur Spaß, ey. Steven Seagal. Fast nur Ey, nur schlechte Filme Spaß. gemacht. Nur Spaß, Leute, Nur ne, hier. Spaß, ja. Oh! Ey, was ist Was denn ist denn heute los? los? Ich guck gleich mal, ob irgendwelche Downloads laufen. Das kann ich auch mal machen, kurz. Heutzutage ist das ja immer so, da weiß man ja nie, was los ist. Ja. Oh. Oh. Ey, das ist deine Welt.
Ich merke gerade, dass die doch recht anspruchsvoll ist. Ey, kannst du von da oben auf den Pilz da springen eigentlich? Ich glaube ja. Versuch mal gleich. Kann eigentlich mal probieren, oder? Ja. Klar. Diese Safe-Jumps hier, ne? Ja. Übel. Schon geil. Hab nicht jeder drauf. Ich für mich gerne gucke, ist von Seth Rogen, gucke ich die gerne. Ja. Echt? Witzig. Das ist, da habe ich mir bis jetzt, glaube ich, alle gegeben. Channing Tatum, ey. Ich muss sagen, ey, davon habe ich auch viele Filme geguckt. Also, jetzt ebenfalls 21 Jump Street und 22 Jump Street. G.I. Joe. Nee, den habe ich nicht gesehen. Magic Mike. Den habe ich auch nicht gesehen. So, von hier, oder was? Das geht, ey. Einfach nur believen, ey. Oh, das geht aber wirklich. Aber fast, ey. Believen, ey, auf, ey. Kam spät, aber ja, ey. Dann hast du gemerkt, scheiße, ey. Nee. Das ist voll. Ey, was hat der überhaupt dazu? Das sag ich mir auch immer. Deswegen wird er, glaube ich, auch immer verprügelt, weißt du? Das ist voll die Wurst. Der hat ja nichts anderes als. Ich meine, er sieht nicht mehr aus wie ein. Kevin Owens sieht auch nicht aus wie ein Wrestler, das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Ja, weißt du, Kevin Owens und die beiden tun sich jetzt nicht viel. Der eine könnte ein Trucker sein und der andere weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Aber sonst weiß ich nicht. Schauspielermäßig, ey, bei Schauspielern keine Ahnung, kein Plan. Ich mag Natalie Portman. In Star Wars kenn ich die. Nein! Ich kenn die nur in Star Wars, ey. So. Wo ist das Ding jetzt? Ach, willst du jetzt von da? Das kann ich vergessen, ey. Die Kamera lässt mich nicht. Hm. Du stehst aber schon richtig. Ah, es geht nicht. Oder ne, kann auch sein, dass ich ein Stück nach hinten gedrückt habe und dadurch ist er nicht die volle Länge nach hinten. Ja. Weiß aber ein bisschen testen hier, warum nicht? Ja klar. Gehe ich jetzt erstmal nochmal hoch und gehe in diese geheime Tür. In die Schutzspan. Ja. Also zum Beispiel selbst von Arnie gucke ich ja nicht jeden Film oder von Sylvester Stallone, die haben auch alle echt schlechte Filme. Ja. Oder auch yes, Jackie hat schlechte Filme. Stehen bleiben oder meine Oma meine schießt. Mami, ist das mit Stopp oder meine Mami schießt. Genau wie Junior, ey. Junior und aber Twins war eigentlich relativ beliebt. Ja, der war auch gar nicht schlecht, den konnte man sich halt angucken. Er kommt ja auch jetzt ein zweiter Teil. Ja, also. Mit drei Leuten. Echt? Ja, soweit ich gelesen habe, soll Eddie Murphy den dritten spielen. Oh nein! Soweit ich das gelesen habe, also ich weiß nicht, ob das wieder verworfen wurde, aber das der letzte Bekannte, was ich weiß, ist, dass Eddie Murphy den dritten spielt. Oh Kacke, ey. die Idee ist ja witzig, ne? Aber ey. Ich glaube, aber man muss auch sagen, Eddie Murphy hat, glaube ich, auch seinen Zenit langsam überschritten. Der Norbit. Der hat doch eigentlich nichts mehr gemacht seit. Seit. Beverly Hills. Ja, eigentlich schon, oder? Also hat er seit nach Beverly Hills. Ja, der hatte noch so ein paar Sachen. Ja, aber jetzt nichts, aber wo du sagen würdest, so. Das bleibt mir für immer in Erinnerung. Ja, das stimmt. Also, Eddie Murphy war, was Filmkarriere anbelangt, eigentlich. Die Glücksritter. Ja, stimmt, ey, mit Dan Aykroyd noch. Ja, und Jamie Lee Curtis. Ja. Und sonst? Nö. Also, ja, und keine Ahnung. Van Damme. Van Damme. Nee. Die muss man, glaube ich, nur schaffen, oder? Ich glaube, ja. Mhm. Leben. Aber der war gar nicht so schwer. Gut, um die 100 Münzen voll zu machen. Ja, das kannst du ja dann irgendwann mal. Irgendwann mal offscreen machen. Und dann schicke ich dir den Save einfach. Das geht. Falls du fragen. Das ja. geht. Natürlich geht das. Geschafft. Oh. Das ist echt nicht. Soweit ich weiß, kommt man da aber auch so hin. Also es gibt irgendeinen Speedrun-Trick, dass man.
und dann auch so. Ja, klar. Irgendwie da hochspringen oder keine Ahnung. Ja. So, den haben wir auch. Den haben wir auch. Oh, Monkey Cage. Monkey. Planet der Affen. Du meinst Gangplank? Ich hab noch gar nicht den, ich hab ja den... Das Remake hab ich ja gesehen. Ups. Ja. Ne, wie hieß der? Prevolution? Ich weiß es gar nicht. Ne, oder ja. Evolution. Weiß ich ja nicht. Ich hab den zweiten nicht gesehen davon. Ich glaube, der erste hieß Prevolution. Ja. Der zweite dann Revolution und der dritte heißt dann Evolution, weil sie einfach immer nur einen Buchstaben wegnehmen. Ist mir aufgefallen? Das ist mir schon aufgefallen. Ich hab nur den ersten davon geguckt, ich hab nicht den... Ja, ich auch, deswegen, mir fehlt auch noch, aber die sollen eigentlich gut sein. Ja, was ich da gehört hab. Mir gefiel auch der erste eigentlich. Ne. Also mir gefiel nicht der mit Mark Wahlberg, der von Tim Burton, von 2004. Was war das denn? 2004 oder so, da gab's auch einen Planet der Affen. Ach so, den mal, nee, der war... Da ist sogar das Original besser. Ja. Der ist, gut, das Original ist auch nicht schlecht. Mit Charlton. Ja, den alten Waffenmann. Ja, echt mal. Der alte Waffenirre. Das ist echt ein Waffenirrer. So, jetzt gehen wir im Hohen und machen das mit dem Käfig, würde ich sagen. Wow. Ja. Ich frag mich, wo die überhaupt herkommen, diese Kugeln. Ich auch. Ich meine, wer produziert die denn? Die Gumbas. Mistkäfer. Das sind eigentlich so Kackkugeln. Wie komme ich denn an den Stern da? Das ist doch das mit dem Affenkäfig, ja? Oder? Nee, ich glaube, der Affenkäfig ist nochmal ein eigener. Ja? Unabhängiger Stern. Meinst du? Hä? Räube. Schnell weg! Oder ich jetzt den Affen holen müssen. Das weiß ich weiß nicht. Jetzt wieder. Ja? Ich muss von oben den Affen runter zu dem anderen bringen und dann zerstört er den Käfig und dann... Echt? Ah, und dann kommt er runter, ne, genau. Der Stern. Das war eine geile Kombo. Ja, übel. Zwei Goombas auf einmal. Nicht Goomba. Was ist das? Shit, ey! Damn! Damn! Yes! Ach ja. Fang ihn! Oh, was macht der? In die Ecke! Oh, er hat dich ausgetrickst! Oh! Der Affe ist schlauer! Planet der Affen. Caesar! Komm her, Caesar! Du denkst nur, weil du das Alzheimer-Mittel gekriegt hast, kannst du ja darüber sprechen? Nein! Oh, schnapp ihn! Hold on! Free him! Hold on! Hold on, Mann! Ach so! Nee, ist richtig. Echt? Ich dachte schon. Oder? Ja, doch, ist richtig. Und jetzt verschwindet er so. Wie der Bullet Bill. Ja. Nee, war richtig. War übel! Okay, wo bin ich? Das wäre witzig gewesen jetzt. So. Here we go! Passt auch. Here's the goes. Gucken wir mal eben, was der nächste Stern ist und dann ist meine Folge schon vorbei. Oder ach, ich mache jetzt schon Schluss. Tschüss, okay. Schweine. Tschüss.